Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist der Fischkopf und wir spielen weiter Battlefield Hardline, den Singleplayer-Modus. Und ich hoffe, dass wenn er jetzt hier geladen hat, wir da wieder sind, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Und zwar sturmig irgendwo, ich glaube, in einem Parkhaus oder irgendwo auf einem Dach von einem Haus. Ich erinnere mich ja auch nicht mehr an Sachen, denn Sachen sind länger her. Das ist manchmal ein Problem in der heutigen Gesellschaft, aber ich glaube, damit können wir umgehen. Und selbst wenn wir jetzt noch ein paar Meter laufen müssen, würde ich mal sagen, nehmen wir das einfach mal mit. Wir nehmen das einfach mal mit, denn das ist gut. Klappe zu, eins steht fest, Detective Carl Stoddard hat Dreck am Stecken. Ja, also da sind ja diverse Theorien im Umlauf, ne? Man ist sich nicht so ganz sicher, ist jetzt eigentlich dieser Stoddard wirklich böse? Oder tut er jetzt auch nur so? Am Anfang im Prolog, in diesem Video, da sitzen wir ja, also der Nick, in diesem Bus Richtung Gefängnis. Ob da jetzt irgendwie Stoddard was mit zu tun hat oder ob das irgendwie selbst geplant ist, gewesen ist, man weiß es nicht. So, hat er jetzt mal geladen oder was? Das dauert ja Stunden hier. Haftbefehl gesucht. So, jetzt wollen wir mal gucken. Wo starten wir jetzt? Flugzeuge starten, Drogen landen. Wer steckt dahinter? Ein Bastard namens Remy Nels. Nels, Wasser runter! Habt ihr Deal angenommen? Es gehört alles dir und Stoddard. Er wollte sich ergeben. Lass mein Partner. Bevor die Spurensicherung kommt. Okay, das war nochmal für euch jetzt zur Erinnerung. Und es geht da weiter, wo wir aufgehört haben. Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich. Was? Okay, dann mal los. Wieso erschieße ich Stoddard jetzt nicht einfach? Was passiert dann? In der Mord für Notfälle. Geht das? Die Typen hinter dem Kai-Herfer sind natürlich auch da. Fast nicht, sonst noch alles. Das wird nicht leicht. Was? Ich höre dich nicht. Wer ist Partner? Ja, das war ich auch mal. Für mich hättest du das doch auch getan, oder nicht? Los jetzt. Ja, los. Ach so. Oh. Okay, aber ganz kurz hier durch die Gegend scannen. Haben wir hier, ist noch einer. Oh, den sollten wir auch festnehmen. Auf jeden Fall wäre das besser. Haben wir jetzt noch irgendwelche Leute hier irgendwo? Oh. Okay, sollen wir mal den direkt angehen hier? Nee. Wir schmeißen da Patronenhülschen hin. Guck mal, was passiert. Oh. Keine Bewegung. Du bist verhaftet. Okay, Mann. Schön hinlegen, ja. Der andere hat mich, glaube ich, gesehen. Er schießt. Scheiße. Nein. Und hat er uns gesehen oder nicht? Ich glaube, ja. Ist da ein Alarm? Oh, ja, da war ein Alarm. Scheiße. Nicht so schlimm. Einmal draufhauen. Kaputt. Alarm ist kaputt. Trotzdem, hier kommen jetzt Leute. Passen wir auf. Die müssen wir jetzt mal lassen. Haben wir da eine Möglichkeit? Aua, ich komme nicht durch. Ich häng fest. Ich häng fest. Ich häng nicht mehr fest. Die sind nicht tot. Warum nicht? 28 Schuss noch reingemacht. Ich brauche einen Medic. Ich brauche einen Medic. Kein Medic. Okay, den Typen hinten. Und würde festnehmen. Upsi. Lass mich mal hier durch. Ich bleib jetzt immer irgendwie hängen, ne? Okay, was ist mit dem Typen da hinten, den wir eigentlich festnehmen wollen? Scheiße. Der ist in Alarmbereitschaft, ne? Alter. Dann können wir den gar nicht mehr festnehmen, oder was? Oh nein. Okay, gibt's Schlimmeres. Digga, du wirst jetzt sterben. Außer, kann ich ihn nicht vielleicht... Oh shit, das hat mich getroffen. Nochmal! Sind der überwältigt? Warte mal, habe ich die jetzt? Gilt das jetzt? Ich weiß es nicht. Kai ist in der Mall und braucht unsere Hilfe. Los! Ja, aber deswegen gehen wir doch jetzt hin. Wo muss ich denn lang? Okay. Ich habe eine Idee. Hier oder was? Jetzt holt er wieder das Brecheisen aus der Unterhose. Bambelicious. Dann brauchen wir immer 2 Stunden. Ah, na endlich. Mann, Nick, ey. Das üben wir nochmal. Machst du Workshops am Wochenende? Kannst gerne mal vorbeikommen. Das Ding ist halt, dass sie sehr, sehr, sehr teuer sind. Nick, das Überwachungsterminal. Was? Ja. Vielleicht ist Kai auf den Kameras. Ja, gute Idee. Hatte ich gar nicht vor jetzt. Wie sieht's aus? Das sind ziemlich viele. Du hattest recht. Und es ist sehr dreckig hier. Er schafft Arbeitsplätze. Oh, das hast du so lustig gesagt gerade. Lass uns mal hochgehen.
Nels hat diesen Laden für japanisches Spielzeug. Da hat er bestimmt sein Geld. Okay. Und hier können wir gar nicht lang, oder was? Ach, Kacke. Kai! Kai, ich höre dich nur ganz leise. Das klang auf jeden Fall nicht gut. Naja, ich fand's eigentlich schön. Oh shit, da war noch einer. Hat er uns schon gesehen? Ach, du bist das. Sag das doch. Geht das noch so ein Typ zum Festnehmen? Ich weiß nicht, ob er den... Du bist verhaftet. Ja. Gute Nacht, kleiner Räuber. Gummibären. Komm her, Digga. Ich hab hier was für dich vorbereitet. Ich möchte jetzt gerne... Oh, guck mal, und der liegt sogar versteckt da hinten. Da kann er den gar nicht sehen. Ich möchte das jetzt hier sauber regeln. Ja? Also, solange wir hier Leute wegpicken können, machen wir das auch. Und dann, wenn ich mal wieder verkacke, dann geht auch wieder eine Schießorgie los. Dann lasse ich hier den Kugelregen niederprasseln. Oh, oh. Digga, komm mal her. Das wird geil. Ey, wer kommt denn jetzt? Kommt da jetzt keiner? Doch. Hans-Joachim. Oh, Vorsicht, Digga. Ja, bleib mal da versteckt, bitte. So, ganz ruhig. Hä? Ja, kein Problem. Oh, oh. Der andere hat mich gesehen. Scheiße. Nicht so schlimm. Wir wollen ja eh schießen. Obwohl... Den Typen wollen wir... Oh! Die Schüsse kommen aus dem Haus! Vorsicht! Ach, der andere ist jetzt runtergelaufen. Das ist eine gute Chance für mich. Okay, Digga. Ich nehme so. Oh, ich bin so unglaublich gut. Das glaubt mir kein Mensch, ne? Okay, das war jetzt nicht so gut. Was haben wir hier? Ist gar keine Waffe. Aua! Wer schießt auf mich? Kann das nicht von hier? Okay, du da! Der war für dich. Von mir. Aus tiefstem Herzen. Verstärkung kommt wohl keiner, oder? Sorry. Wegen dir ist der Einsatz geheim. Nick, meinst du echt, ich wäre der einzige korrupte Kopf in der Stadt? Nein, aber der einzige, den ich geschnappt habe. Noch hast du mich nicht verhaftet. Das macht dich also mit Sicherheit mitschuldig. Ja, red einfach weiter, Stoddard. What? Und ich hab's doch gesagt. Wir müssen Hans Joachim verhaften. Geh in den Kontrollraum und such Kai. Ja, okay. Ich gehe in den Kontrollraum und such Kai. Haben wir jetzt hier irgendwie... Leute? Ich gehe jetzt einfach direkt auf Schießmodus, okay? Turbo Roboto! Das ist Nelson! Wo? Wo denn? Ich sehe es nicht! Ist das hier... Das waren keine Freunde von mir. Aua. Oh, oh. Oh, oh, Land. Ah. Alter. Los, Mendoza. Bevor hier alles bei uns zusammenbricht. Nenn mich nicht Mendoza. Nenn mich Nick. Denn ich heiße so. Kai. Hey. Bist du okay? Oh, naja. Ja, doch. Sieh mir so leise. Wir sollten ihn im Hof treffen. Gut. Dann verhaften wir Stoddard. Wow. Da kommen mehr Leute von uns. Wir müssen ihn hier wohl rausschaffen. Oh, hörst du das nicht? Vielleicht braucht er mich. Nicht euer Ernst. Nicht euer fucking Ernst. Das... Hallo? Nö, ich komm nicht mit. Nö, ich bleib jetzt hier. Könnt ihr alleine machen. Entweder wir verhaften Hannes oder ich gehe jetzt nach Hause. Vergiss es, Stoddard. Ist doch fast schon poetisch, oder? Ja, gewöhn dich nicht dran. Sobald wir hier raus sind, bringen wir dich zur Dienstaufsicht. Unterschätzt meinen Rechtsanwalt nicht, Mendoza. Ja, das ist jetzt aber dann dein Problem, ne? You are was? Was steht da? You are... Fuck! Was steht da? Ich seh... You are... What?
Wie lange er auch immer braucht mit dem scheiß Brecheisen. Oh, oh, oh. Was ist das? Oh, okay. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's auch gehört vor allem. Aber ich höre euch nicht mehr. Weil das Spiel ja hier tonmäßig irgendwie voll die Null ist. Ja, gute Idee. Warte. Polizei! Hände hoch! Haha! Schnauze! Ich will nichts hören! Du bist verhaftet! Du hast das Recht für gar nichts! Oh. Wollen wir die auch noch verhaften? Noch verhaften hier? Keine Bewegung! Oh. Ah. Ah. Aua, scheiße! Nein, jetzt will ich sterben! Jetzt will ich sterben! Okay, die habe ich. Hier ist noch einer. Bam! Ich wollte auch mal die kleine Waffe nutzen jetzt mal. Schön Munition sparen, ne? Yes! Okay, jetzt ist sie alle, oder was? Na, ist nicht so schlimm. Kommt ihr mal bitte, wir müssen Sachen erledigen. Und ich, vor allem muss ich diesen dreckigen Stoddard mal endlich verhaften. Haben wir hier noch Feinde? Nope. Nope. Alles gut. Ey! Es ist so laut hier, es ist so windig. Wow! Was zur Hölle war das denn? Was? Was ist das? Und warum fliegt das durch die Gegend und ich nicht? Oh. 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 Das ist ein bisschen unrealistisch. Ich könnte ja gar nicht jetzt hier weitergehen können, wenn der Wind wirklich so schlimm wäre. Aber ich komme auch nicht richtig voran gerade. Ich kann nicht laufen. Vorsicht! Habe ich da was hingelegt? Das sind die Buchstaben, die da runterkommen. Geil! Wow! Wow! Yes! Ja, Michael Bay Action 2000, ne? Kommt ihr bitte? Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Weiß. Ich kann mich an nichts mehr erinnern, außer an diesen komischen Geruch. Es roch nach Furz und ich bekam es nicht weg. Auch dieses komische Febreze hat einfach nicht funktioniert. Hm. Also Nick? Sergeant Carl Stoddard, du hast das Recht, zum ersten Mal in deinem Leben zu schweigen. Alles, was du sagst, kann und wird gegen dich verwendet Mendoza, werden. Es reicht. Hier ist alles drauf, was du wissen musst, Captain. Lass mich raten. Wer begann den Drogenkrieg? Ist wie eine Crew, die andere ausradieren, bis keine mehr übrig war. Bis auf seine, Sir. Hm. Ich habe Hinweise, dass Nels mit einem Detective aus Miami zusammenarbeitet. Ich wusste immer, dass du den entscheidenden Beweis findest. Ich wusste es. Oh oh. Danke. Oh oh. Autsch! Nein! Was zum... Hey Nick, ganz ehrlich. Oh. Ich bin dir dankbar, dass du mir das Leben gerettet hast. Wirklich dankbar. Leck mich doch. Nick, lass es! Geil. Die Dienstaufsicht wird einen Haufen Geld in deiner Wohnung finden. Genau $33.000. Exakt die Summe, die Nels zuletzt überwiesen hat. Tja, die Frage ist natürlich, was du mit dem Rest gemacht hast, Detective. Was zum Teufel soll das? Kai hat für dich gekämpft? Immer wieder? Warum hast du das Scheißgeld nicht einfach genommen? Ach, darum geht's hier? Wir haben's versucht! Ich war sicher, dass du bei uns deinen Platz finden würdest. Aber du... Du hältst dich ja für einen von den Guten. Oder... Gute gibt's nicht, Junge.
It's twist, twist, exciting, di-di-di-di-di, it's twist exciting to me. Alter Schwede, wer hätte damit gerechnet, außer du, und du weißt, wen ich meine, du mit deiner Wellness-Zeit. Na toll, also, Kai ist ein Arschloch und auch Daves ist ein Arschloch, heißt er so, Daves, Daves, der Rooney. Und natürlich ist Stoddard ein Arschloch. Das wissen wir jetzt. Etwas kürzere Folge diesmal. Ich hoffe, ihr seid getwistet, so wie ich. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge und gucken, was dann passiert. Bis dann, das war euer Fischkopf und tschüss.